Hallo ihr Lieben, heute koche ich das für mich perfekte Frühstücksei. Wenn möglich verwende ich immer am liebsten Bio-Eier. Zu dem Ei gebe ich jetzt kaltes Leitungswasser. Das Ei sollte aber nicht komplett bedeckt werden, sondern noch etwas rausschauen. Dazu gebe ich ein paar Tröpfchen Essig, denn Essig ins kalte Wasser verhindert, dass das Ei beim Kochen aufplatzt. Und dieser Tipp funktioniert wirklich jedes Mal. Deshalb verzichte ich nie darauf. Wichtig ist auch, dass man sich die Uhr stellt. Bei mir sind es immer genau 6 Minuten, also ab dem Zeitpunkt an, wenn das Wasser beginnt zu köcheln. Nach der Kochzeit gieße ich das heiße Wasser weg und spüle das Ei mit kaltem Wasser ab. Leider habe ich immer noch keinen Trick gefunden, der auch wirklich funktioniert, damit sich das Ei einfacher abpellen lässt. So, dass das Eiweiß nicht unter der Schale kleben bleibt. Also wenn ihr da Tipps habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare, ich lese sie mir alle durch. Sehr gerne esse ich mein gekochtes Ei auf einer Scheibe Pumpernickel mit etwas Frischkäse und eventuell noch frischen Kräutern obendrauf. Eine andere sättigende, schnelle und mega leckere Idee ist es, einen Avocado-Eiersalat zuzubereiten. Und ja, ich weiß, dass es andere Methoden gibt, dennoch ziehe ich der reifen Avocado die Haut am liebsten einfach ab und schneide sie dann anschließend in kleinere Würfel. Wichtig ist es, dass wir die Avocado mit reichlich viel Zitronensaft beträufeln. Erstens, damit sie nicht braun wird und zweitens dient es natürlich auch dem guten Geschmack. Dazu gebe ich noch 2 gewürfelte Eier und noch etwas frischen Petersilie. Pfeffer und Salz gebe ich auch noch hin. Und das war's dann eigentlich auch schon. Wer mag, kann natürlich auch noch etwas Olivenöl dazugeben oder ein Dressing aus Senf und Naturjoghurt zubereiten. Das schmeckt auch sehr lecker. Da ich an diesem Tag meinen Salat zum Frühstück gegessen habe, wollte ich aber auf eine mächtige Soße verzichten. Und diesen Salat genieße ich am liebsten auf einer Scheibe Toastbrot. Das passende Rezept dazu verlinke ich euch auch gerne unten in der Infobox. Für weitere leckere Rezepte vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!